herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal mit dem Titel Lotus, welches im Early Access erschienen ist am 15.09.2018 für einen Preis von 39,99 €. Wollen wir uns das Ganze mal anschauen, ob es das jetzt schon wert ist oder ob man noch ein bisschen warten sollte. Wir bekommen diese Straßenbahn dazu, den GT6N, ja, eine Niederflurstraßenbahn mit Berliner Repaint, hier genannt auch als Manta. Wir bekommen ein kleines Stück Strecke dazu mit Betriebshof und einer kleinen Seitenstraße. Mehr ist allerdings noch nicht in der Early Access Version drin. Ihr seht, es gibt keine KI-Fahrzeuge, es gibt keine Passanten oder sonstiges. Wir haben hier bloß dieses Stück Strecke und diese Straßenbahn. Was man hier noch so machen kann, das möchte ich euch jetzt in dieser Folge und in der nächsten Folge zeigen. Deswegen würde ich sagen, legen wir mal los. So, als erstes haben wir jetzt natürlich hier unsere Straßenbahn, die natürlich schon die Türfreigabe hat. Das heißt, wir können jetzt hier ganz gemütlich jetzt hier mal die Türen öffnen, ja, was ziemlich witzig ist. Und diese Töne, hört euch das an? Super, oder? Ich liebe der Sound von Lotus, ist Hammer. Und das hört sich wirklich tatsächlich genauso an im realen Leben wie jetzt hier in der Simulation. Also ich bin ja jetzt, wir haben vorher einen kleinen Livestream gehabt und sind dadurch schon ein bisschen mal so rumgefahren. Erstmal vielen Dank dafür, für eure ganze Unterstützung, dass ihr dabei wart und euch das hier alles angeschaut habt und mir ein paar Tipps gegeben habt, was man hier noch so machen kann. Denn es kam nämlich hier noch, dass wir hier vorne nämlich die Kupplung rausholen können und einen anderen Zug zum Beispiel, eine andere Straßenbahn hier ranhängen können. Und wir können sie dementsprechend auch wieder wegpacken. Wir haben mal probiert, drei Straßenbahnen zu ziehen. Hat leider nicht funktioniert. man muss ja testen, ne? Man muss ja testen, ob es realistisch oder unrealistisch ist. So, und ja, sonst haben wir hinten genau das Gleiche. Da können wir auch die Kupplung rausholen. Und ja, bin mal gespannt, was wir hier noch so erleben. Die ganze Steuerung erinnert doch an ja, eine sehr bekannte Simulation. Und ich würde sagen, wir wollen uns jetzt mal hier reinsetzen, wollen uns mal so eine kleine Runde hier drehen und ja, genießt einfach mal die Soundkulisse und genießt einfach mal dieses Fahrfeeling. Ich werde ab und zu mal wirklich ruhig sein, damit ihr das mal hören könnt, wie sich das Ganze anhört. Ja, gerade wenn jetzt natürlich richtige Straßenbahner dabei sind, die Geräusche vielleicht kennen, können ja mal in die Kommentare schreiben, ob sich das wirklich so anhört. Deswegen würde ich sagen, wir springen rein. Das ist das Cockpit. Ja, das sieht sehr, sehr hochauflösend aus. Also ich habe ja nun schon einiges gesehen in anderen Simulatoren oder sowas. Also meine, was heißt anderen Simulatoren? Straßenbahn-Simulatoren gibt es keine. Gibt es keine guten. Es gibt halt immer nur so Add-ons oder Strecken oder irgendwie sowas. Aber eine richtig reine Straßenbahn-Simulation gibt es nicht. Deswegen könnte Lotus wirklich das Erfolgsrezept sein, wenn die das jetzt hier halt wirklich bombastisch jetzt hier hinsetzen und sagen, wir haben eine richtig geile Straßenbahn-Simulation. Sieht das hier auf jeden Fall schon alles sehr gut aus. Wenn man sich das ganze Cockpit so einfach mal anschaut, ja, dann sieht das schon wirklich edel aus. Ja. IBIS-System funktioniert leider noch nicht. Schade, aber gut, es gibt eh jetzt gar keinen Fahrplan, den man jetzt aus hätte wählen können oder sowas, ja. Also das ist auch noch nicht verfügbar. Ja, sonst haben wir hier oben noch ja, ziemlich viele Sicherungen und alles sowas. Und auch alles beschriftet. Also es ist wirklich alles beschriftet hier, ja. Also das meine ich mit hochauflösen. Ihr könnt sogar sehen, das ist wirklich alles beschriftet. Und ja, wir haben dann auf der linken Seite hier natürlich noch unseren Zündschlüssel. Wir haben den Richtungswender und natürlich den Gashebel. Nennt man das so? Gashebel? Ich weiß es gar nicht. Sonst, oder Schubregler, ne? Müsste er hinkommen. Ja, also ihr seht, ne? So, ich würde sagen, nicht lange noch schnacken, wir machen die Tür zu. So, Tür ist zu. Und wie gesagt, wir werden jetzt mal eine Runde drehen. Ich werde jetzt versuchen, mal gar nicht so viel zu reden, realistisch zu fahren. Und ihr schaut euch das an. Und genießt mal die Toneinlage. Leute, das ist wirklich gigantisch. Musik.
auch schon alleine, wie sich der ganze Zug bewegt. Ja, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Sagen, was ihr wollt, aber ich kriege Gänsehaut. Ich kriege Gänsehaut. So, hier sind wir an der Haltestelle, an der nächsten. Das ist die Bobsa-Haltestelle. Das heißt, Türe freigeben und dann können die Leute hier aussteigen. Wir können natürlich, ja, das rutscht mal raus hier aus dem Bildschirm. Können natürlich jetzt hier zum Beispiel sagen, auch alle Türen einfach öffnen. Ja, denn seht ihr, ne, alle Türen werden jetzt geöffnet. Ihr könnt aber halt auch dementsprechend die Türfreigabe einfach machen. Und dann, die bleiben halt auch wirklich so lange geöffnet, bis ihr halt diese Taste habt. Ja, es gibt hier die sogenannte... Ja, wir haben hier die Zwangsbremsung. Passiert gerade natürlich nicht, weil wir jetzt hier stehen. Macht Sinn mit natürlich dem Warnsignal. Es gibt ganz böse Videos auf YouTube, die muss man mal hier mal erwähnen. Ja, Horrorcrash mit Straßenbahn. Ja, das ist schon eine ganz harte Nummer. Viele unterschätzen eine Straßenbahn im Straßenverkehr sehr. Die denken halt alle, denn ja, die ist eh so langsam und so. Und eh der abgebogen ist, steht auf einmal die Straßenbahn mittendrin. Ne? Also man muss halt wirklich schon echt vorsichtig sein. Also so ein Straßenbahnfahrer hat es echt nicht leicht heutzutage. Es werden halt immer mehr Autos, ja, und die Leute, habe ich mittlerweile das Gefühl, fahren immer schlechter Auto. Ich selbst bin Autofahrer, darf mir das Recht halt rausnehmen, das hier mal zu betonen, ja. Viele unterstützen eine Straßenbahn. Gibt's ja in Berlin halt auch schon ein bisschen im Westen. Eher sind sie ja im Osten Berlins halt verteilt, ne? Wir haben ja hier eher Bus und U-Bahn im West-Berlin. Und ja, der Ice Dragon ist zum Beispiel halt viel im Osten unterwegs mit Straßenbahn und Co. Und kann natürlich dementsprechend auch Horror-Stories erzählen, die schon mittlerweile in seinen 3 oder 4 Jahren Straßenbahnleben halt schon passiert sind. Und deswegen, also unterschätzt niemals eine Straßenbahn, Leute. Das ist echt heftig. Aber wie gesagt, also Zwangsbremsung ist halt auch drin. Haben wir hier... es wird wahrscheinlich muss noch, also ist auch eine Straßenbahn hat eine SIFA, sollten die halt versuchen noch irgendwie noch mit einzubauen, halt alles, was das hier auch alles möglich ist. Aber wie gesagt, das ist schon mal so das erste Bild, was wir jetzt hier haben von Lotus und ich finde Hammer, Leute, ich finde das richtig Hammer. Also ich sag, ich spinne jetzt hier nicht rum und sage, ich habe Gänsehaut von den Tönen her. Es ist halt wirklich schön zu sehen, dass sich jemand ransetzt und eine brauchbare Straßenbahnsimulation macht. Auch wenn es halt Early Access ist, kann ich verstehen, dass jetzt so viele sagen, nee, wir warten lieber noch. Ist vollkommen in Ordnung, weil ihr habt wirklich halt noch nichts drinnen. Ihr unterstützt halt dem Entwickler schon vorab mit eurer Zahlung, ja, um ein weiteres, besseres Projekt fertig zu bekommen. Okay? Das heißt jetzt nicht, ihr schenkt den jetzt 40 Euro, sondern ihr kauft das vollständige Projekt jetzt schon. Auch wenn man jetzt noch nicht hier allzu viel machen kann, unterstützt ihr aber den Entwickler bei der weiteren Entwicklung, weil auch die müssen ja auch irgendwann mal Geld bekommen, ein bisschen, damit sie halt ihre ganzen Mitarbeiter bezahlen können und alles sowas. Und das unterstützt sie halt damit. War eigentlich geplant gewesen, warum ich diese Folge jetzt eigentlich aufgenommen habe. Ich wollte euch den VR-Modus zeigen, denn ja, auch Lotus besitzt ein VR-Modus. Das, was ich mir ewig in einer anderen bekannten Simulation gewünscht habe, ja, ist hier Virtual Reality mit drin. Und Leute, ich kann euch sagen, das ist super. Ich meine, man muss jetzt wirklich immer noch abwägen, es sind keine Passanten, es ist kein KI-Verkehr oder sowas. Aber wenn du diese Brille auf hast, ja, diese VR-Brille, und ich wollte es aufnehmen, ich versuche auch weiterhin, dass ich es noch aufnehmen kann, um euch das einfach mal zu zeigen, wie episch geil das ist. Du denkst, du sitzt in dieser fucking Straßenbahn, oh, Entschuldigung, du denkst, du sitzt in dieser Straßenbahn drinne, ja, und das ist ein so geiles Gefühl,
wenn sich das auch noch alles bewegt und sowas, ja. Richtig Hammer. Also, ich hoffe, Lotus macht weiter damit, okay? Lotus muss weitermachen mit... Lotus halt muss weitermachen. Das ist... Ich kann es echt nicht anders beschreiben. Ich finde, Lotus ist jetzt schon eine herausragende Simulation. Obwohl man hier sagen muss, die Entwicklungszeit dauert wirklich schon sehr lange. Aber wenn ich auch sage, sehr lange, dann ja, meine ich das auch schon sehr lange. Und da wäre es natürlich cool, wenn die da, wenn die Jungs da halt weiterhin so weitermachen. So, jetzt können wir mal hier sehen, wie sich das Eis so schön... Die müssen auf jeden Fall weitermachen, also... Und bitte auch in dieser Qualität. Und ihr seht, ne, es läuft richtig flüssig. Und es sieht halt richtig nice aus. Ja. Wir werden uns im nächsten Part mal anschauen, so zwecks, Nachtfahrt und alles sowas, ja. Und ja, dann werde ich halt versuchen, irgendwie die VR-Modus noch irgendwie aufzunehmen, weil das muss ich euch zeigen, wirklich. Das ist richtig mit Detailliebe hier gebaut. Also ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich anfangs von Lotus ja so überhaupt nicht überzeugt und sowas, ja, weil ich dachte, das ist ein Wunschprojekt, was die da vorhaben. Aber jetzt, wo ich das selber spiele, selber sehe, okay, ist das ein komplett anderer Vergleich. Und ich muss sagen, holla die Waldfee. Leute, ihr macht richtig geile Arbeit. Also, wie gesagt, wenn jetzt irgendwelche Straßenbahner mal dabei sind, die können ja gerne mal einen Kommentar dazu abgeben. Verhält sich das Ganze wirklich so? Oder sind da noch ein paar Fehler drin? Also, außer jetzt hier, das müsst ihr euch jetzt hier wegdenken, ne? Das zählt jetzt nicht. Aber fühlt sich das halt wirklich so an, wie man es jetzt hier so sieht? Das ist schon richtig nice. Also das ist richtig nice. Ja, das ist wie gesagt der Content, der jetzt aktuell dabei ist. Okay. Ich finde, so zum ersten Testen, zum ersten Anschauen, wirklich genial. Leider kennt man das ja auch so, dass viele Projekte im Early Access einschlafen und sie wahrscheinlich nie released werden. Wir hoffen mal, dass es mit Lotus dementsprechend nicht so passiert, denn was haben wir jetzt hier alles in Lotus? Es soll in Lotus halt nicht natürlich nur Schienenfahrzeuge geben, es wird hier später auch noch Busse geben, ja, in jeglicher Form Busse, ob es Doppeldecker sind, Solo-Gelenkbusse, O-Busse, also alles, was so mit Bussen so zu tun hat, kommt in dem nächsten Modul. Wie da die Preispolitik liegt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Und es soll halt später auch noch Flugzeuge existieren, okay? Also wer fliegen möchte oder sowas, wird es auch ein Modul geben, der kann in Lotus denn auch fliegen. Es soll jetzt auch möglich sein, dass wir hier nicht jetzt nur hier rumfahren, sondern... Lotus bietet auch einen Multiplayer-Part, der irgendwann mal dann noch dazu kommt, dass ihr zum Beispiel mit Freunden hier zusammenspielen könnt. Und ja, sonst ist das eigentlich alles, was man hier so in Lotus auf jeden Fall erwarten kann in naher Zukunft. So, wir wollen jetzt in den Betriebshof. Deswegen können wir jetzt hier zum Beispiel die Taste G drücken. Ihr seht, die Schiene bewegt sich. Seht ihr das hier unten? Ich gehe mal mit der Maus hier unten. Achtet mal da drauf. Ja, wenn wir die Taste G drücken, können wir die Weiche stellen. Ja, und ja. Das heißt, wir können dann weiterfahren. So. Und fahren hier ganz gemächlich jetzt über die Weiche. Und fahren zum Betriebshof. Und stellen den Zug ab. Also noch nicht Watch's Gate. So, Schrittgeschwindigkeit. Könnten ja Leute hier rumlaufen.
Aber wie gesagt, der erste Eindruck, Leute, ich bin fasziniert. Wirklich fasziniert von Lotus. Mein erster Eindruck ist wirklich richtig gut. Klar, man muss halt alles irgendwie abziehen, weil es halt alles noch Early Access ist und das wahrscheinlich noch in einer sehr frühen Early Access ist. Aber Lotus kommt, Leute. Jetzt mit diesem Ding kommt Lotus definitiv. Es ist kein Mysterium mehr um Lotus. Lotus ist wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken in naher Zukunft. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich sagen kann, geil, wir sind mit dabei, wir wollen uns das Ganze hier anschauen und hoffe, euch hat die erste Folge von Lotus gefallen. Wenn natürlich noch Verbesserungsvorschläge sind, dann schreibt sie in den Kommentaren. Hat euch alles einfach gefallen, lasst mir ein kleines Dankeschön da mit einem Däumchen, da freue ich mich drüber. Und eventuell sehen wir uns, also was heißt eventuell, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part hier wieder zu Lotus. Wir wollen mal ein bisschen nachts rumcruisen und wollen dementsprechend auch mal probieren, mal eine weitere Straßenbahn hinten Hand zu hängen. Alles seht ihr denn hier zukünftig hier auf Microdraser TV. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert uns. Damit verabschiede ich mich. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss.